Wir machen heute Bauchworkout, das heißt Standing Abs, also im Stehen Bauchtraining, damit starten wir. Ihr könnt optional eine Hantel mit dazu nehmen, wer möchte, aber ihr könnt es auch ohne Hantel machen, ist gar kein Problem. Gut, wir starten im Stehen, die Beine sind leicht geöffnet, die Arme einmal vorne halten und du drehst erstmal einfach die Wirbelsäule nach rechts und links hin und her. Dreh das ganze Becken mit, zieh immer den Ellbogen schön weit nach hinten. Aufwärmst. Letzte Runde, einmal noch diese Seite. Komm zur Mitte, Arme gehen nach oben. Du lehnst dich leicht nach rechts und nach links hin. Streck die Seiten. Zieh dich richtig schön lang im Rücken. So, komm wieder zur Mitte. Einmal Knie und Oberschenkel zusammenbringen. Immer wenn du die Hände auf den Oberschenkel bringst, versuchst du dich hier zusammen zu crunchen. Aus dem Bauch heraus. Aktivier schon mal gleich die Bauchmuskulatur. Jetzt mach hier rund machen und rund machen. Hände gehen auf den Oberschenkel. Versuch schön effektiv deine Körpermitte zu benutzen. 20 Sekunden noch. Atmung fließt. Und crunch dich ein. Immer schön den Bauchnabel nach innen ziehen. Und wieder öffnen. In Bewegung in die Mitte deines Körpers. Letzte Runde. 3, 2, 1. Und löse. Schultern lockern, stell dich breit geöffnet auf. Füße und Knie zeigen nach außen. Du kommst in einen Squat. Spann den Bauch an. Arme lang nach vorne. Und du drehst ganz schnelle Bewegung nach rechts und links. Bauchnabel schön einziehen, Körper bitte fest. Komm ganz tief. Und schnelle Bewegungen. Genau, spür mal die Seite deines Bauches. Lass die Atmung fließen. Arme sind ganz gestreckt und lang. Und spür hier schon mal die seitliche, schräge Bauchmuskulatur. Sehr gut. 15 Sekunden. Wer möchte, kommt noch ein bisschen tiefer. Optional. Schön den Bauchnabel einziehen. Und die letzte. 3, 2, 1. Und lösen. Leicht geöffnet stehen. Die Hände gehen an die Ohren. Ellbogen sind außen. Diagonal drehen. Ellbogen und Knie zusammen. Und los geht's. Auch hierbei immer den Rücken rund machen, einquatschen den Oberkörper und versuche den Knie und den Ellbogen ganz zusammenzukommen. Dreh die Wirbelsäule schön mit. Noch 20 Sekunden. Genau, wichtig ist, dass du richtig schön den Oberkörper drehst. Also nicht nur den Ellbogen nach vorne, sondern richtig drehen. Wirbelsäule. 10 Sekunden noch. Und die letzte Runde. Einmal rechts, einmal links. Und Hand geht hinter das Bein und wieder aus. Los.
lang machen. 10 Sekunden noch. 4 noch. 3 noch. 2 noch. 1. Gut. Eine Rotation. Kniebeuge. Rechts dreht. Kniebeuge. Links dreht. Option 2. Wer mehr möchte, dreht die Füße zusammen. Los geht's. Level 1. Tief drehen. Tief drehen. Level 2. Beide Füße gehen zur Seite. 30 Sekunden. Schön den Po nach hinten. Und hier schön drehen in der Hüfte. Möchtest du mehr, komm noch ein Stückchen tiefer in die Knie.
letzten 10 Sekunden. Schön drehen den Bauch. 4, 3, 2, 1. Und die Beine schließen, auslaufen. Die Hand in Seitenwechsel, Hände gehen an die Ohren. Los, linken Ellbogen, linkes Knie. Und die Gegenrotation. Los geht's. Thank you.
gestreifter Stand. Fußspitze und Knie zeigen nach außen. Bauchnabel nach innen ziehen. Arme gestreckt. Und nach rechts und links. Schön den Bauch reinziehen. Und es geht hier um Tempo. Das heißt, möglichst schnelle Bewegung. Es geht nicht um die Größe, sondern es geht hier einmal um die Schnelligkeit. Zieh den Bauchnabel ein, Körper wird fest. Und wenn du kannst, setz dich noch ein bisschen Sekunden noch. Die Atmung fließen.
ganz gestreckt. Und die Atmung fließt. 15 Sekunden noch. Und die letzten 10 Sekunden. Ein letzter. Und lösen. Die Hand hier weg. Noch einmal zum Auslockern. Hände hinter die Ohren. Hüftbreiter Stand. Ellbogen nach außen. Rechter Ellbogen geht tief. Linker Ellbogen geht im Wechsel. Ein Ellbogen zur Decke ziehen. Den anderen Ellbogen nach unten. Kopf bleibt aufgerichtet. Noch 4, 3, noch 2 und Kopf zur Mitte, lass die Arme fallen und dreht um den eigenen Körper. Der Kopf dreht mit nach hinten, die Schultern sind locker, die Arme schlendern entspannt und du drehst die Wirbelsäule. Eine letzte Runde noch. 2, 1, rest. Und Füße. Wunderbar, dann habt ihr den stehenden Teil geschafft. Super.